Scheint zu schmecken. Braves Mädchen. Ah! Und sie hat schon wieder genug von uns. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Bevor wir den Spuren der alten Magie folgen, die wir gerade entdeckt haben, gibt es ein paar Sachen, die ich gerne machen möchte. Und zwar haben wir Ensemble des Klassenbesten freigeschalten. Das holen wir mal ab und wir müssen noch 6 Aufgaben abschließen. Dann gibt es das nächste Goodie. Unsere Sammlung, wollte ich gerade sagen, habe ich auf Stand gebracht, aber natürlich durch das neue Kleidungsstück machen wir ausnahmsweise in der Folge. Ausrüstung, da gibt es die ein oder andere neue Sache, aber die sind beide nicht identifiziert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das heißt, wir müssen dann zurück in den Raum der Wünsche und jetzt folgen wir den Spuren der alten Magie. Zweifellos schon lange verlassen. Ja. Bevor wir uns genauer umsehen. Okay, es ist eine Fackel. Da oben ist ein kleiner Beutel. Nein. Danke. Nee. Der Zauber wäre in Wirkung ausgegangen, oder wie? Danke. Dankeschön. Ehrgeiziger Umhang, okay. Ansonsten, ja, ich habe schon mitbekommen, dass wir hier Spuren alter Magie haben. Oh. Ja, shit. Falsche Taste. Weißt du was? Mistvieh! Ich will die große, danke! Ah, die ist Geschichte. Ach, zu spät, Mist. Jetzt reicht's aber. Irgendwann reicht's auch mir. Ach. So ein lästiges Teil. Aber wirklich. So, kümmern wir uns mal um die alte Magie. Also wirklich. Hier geht auch nichts weiter. Die war irgendwo hier. Genau. Dann lass mal untersuchen. Das dachte ich mir fast. Hier kommen wir auch nicht hoch. Okay. Nee, denen tun wir nichts, das dachte ich. Hier kommen wir rein. Ach, kommt schon. Ihr kleinen Teilchen. Mal mit, dann haben wir hier eine Leiter. Müssen wir die nicht hoch? Nee, müssen wir nicht. Hä? War ich nicht schnell genug oder? Es sieht so aus. Nee, doch. Aber kann ich hier hoch? Nein. Nein. Ah, okay. Das ist nicht der Raum, den wir suchen, deshalb. Ah, das habe ich schon mitbekommen.
Hier ist Ende Gelände, okay. Alle hopp. Da. Ja, falsche Taste, ich weiß. Hier kommen wir auch nur hier hin. Öff. Hoppla. Lumos. Irgendwas übersehe ich doch gerade massiv. Warte mal, wo war... Genau. Okay. Okay, wenn du meinst. Ist okay. Levioso. Das könnte hinhauen. Ja, das haut auch hin. Gott sei Dank bin ich nicht ganz doof. Nur ein bisschen. Dankeschön. Und? Da ist doch noch eine... Au! Eine zweite Spur weggegangen, oder? Irgendwo da oben rein, oder? Sehe ich das falsch? Nö, das könnte schon stimmen. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Licht wollte ich. Hier entlang, okay. Komm mal mit. Hierhin, in etwa. Das müsste passen. Ja, ruck. Komme ich zu der Leiter? Nee. Kann ich... Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal raus, danke. Oh. Darf ich mal... Danke. Reparo. Nein. Nein. Hier. Okay, hier lang. Hier lang, hier lang. Ganz falscher Ansatz, hier kommen wir wahrscheinlich runter. Ja, nachdem sie schon wieder hier liegt. Danke. Danke. Irgendwie kommen wir schon drauf. Warum auch immer, aber ist okay. Ach so, weil da hinten zum einen der Beutel war, den wir gesehen haben, oder? Ja, da drüben. Und zum anderen die zweite Spur. Danke. Dankeschön. Andere Seite rum geht schneller. Um den Beutel können wir uns später noch kümmern. Ja, wie gesagt, da ist noch die dritte. Gut. Gut, 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 gut. Alle hopp. Alle hopp. Alle. Upsasa. Mittlerweile wird es auch wieder Tag.
Das wollte ich. Dankeschön. Es war nicht allzu schwer. Naja. Sammle Spuren alter Magie. Nein, 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 nein. Hoch wieder mit dir. Jetzt darfst du runter. Hau ruck. Sehr schön. Gut, 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 gut. Revelio. Jetzt hätten wir nur mehr den Beutel da hinten, genau. Und wenn... Ich bin aber auch ein Äumelchen, oder? Hau ruck. Darf ich... Hier raus? Ich muss hier raus! Danke. Nein, 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 nein. Levioso. Schon eher? Na, siehste, geht doch. Ja. Hüpf, meine Kleine. Weißt du was? Confringo. Danke. Warum soll ich mir den Stress antun? Nee. Confringo. Ernsthaft? Das hätten sie aber schon machen können. Damit man hier schneller wieder rauskommt. Gut. Revelio. Ansonsten... Hier jetzt eher mal ruhig. Bin beeindruckt. Aber. Hier lang. Okay, danke. Dann wollen wir mal. Die nächste Prüfung von Merlin wartet auf uns. Warte mal. Danke. Mit alter Magie. Und da aus dem Augenwinkel habe ich es gesehen. Eine Prüfung Merlins. Oh, hier welch angenehme Überraschung. Welch angenehme Überraschung. Wer hätte damit gerechnet? Ich habe keine Ahnung. Revelio. Ja. Okay. Da hinten sind in der Tat noch zwei. Ansonsten. Huch! Sehe ich jetzt gerade keine mehr. Nee, das ist die Höhle. Ach! Du kleiner Scheißer, du Gemeiner.
So gut versteckt aber auch. Frechheit. Frechheit, Frechheit, Frechheit. Dann gucken wir uns gleich mal die Höhle da vorne an. Oh, dankeschön. Welch nette Überraschung. Oh. Jede Menge davon. Reparo. Nee. Lumos. Danke. Okay, die Tür ist zu. Revelio. Mhm. Ja, was aber. War es das schon? Lumos. Tatsache. Oh. Revelio. Okay. Eine Kiste. Konfringo. Nee. Wie? Ach! Kann das sein, dass die ein klein wenig verbuggt ist? Revelio. Ich komme nämlich nicht ran. Und ich möchte auch nicht riskieren, in den Spalt zu fallen und dann nicht mehr rauszukommen. Sicherheitshalber mal ein kleines Safe Game anlegen. Man weiß ja nie. Als wir von hier oben runter kamen, gab es kurz einen X-Punkt. Nee, jetzt sehe ich es überhaupt nicht mehr. Hier rüber. Irgendwie von hier dann runter, oder? Ich sehe den. Revelio. Übersehe ich gerade irgendwas? Muss ja sein. Lumos. Ist nix. Komm, Ringo. Nee. Da war aber kurz. Aber ich krieg ihn nicht. Mistikaki. Danke. Das war ein bisschen komisch. Ja, kein Spiel muss bugfrei sein. Und solange es nur solche Kleinigkeiten sind. Oder wie, dass man zufällig im Wasser fliegt. Soll es mich nicht weiter stören. Jut, jut, jut. Was stellen wir denn als nächstes Schönes an? Was haben wir hier vorne? Aha. Ich habe dich kurz leuchten gesehen. Eine Handbuchseite.
Mutlab-Tentakeln. Mutlab-Tentakeln sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben die Tentakel eine heilende Wirkung. Eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Okay. Daneben. Ja, genau, dich habe ich gemeint. Ja. Komm, schwimm noch eine Runde. Wir haben ja alle Zeit der Welt, oder? Au. Das lässt mal schön bleiben. Und jetzt machst du den Abflug. Ins Reich der ewigen Kröten. Danke. Was haben wir denn da? Abgesehen von jeder Menge Florfliegen. Auf jeden Fall ein Reisepunkt, wie es aussieht. Guten Tag. Spielt da jemand Geige, Violine, was auch immer? Zentrales Tal von Hogsport. Revelio. Oh, wirklich Flohflammen diesmal. Da unten habe ich noch was gesehen vorhin. Ja, genau. Nicht. Okay. Und ansonsten ist es hier relativ ruhig. So. Nun gut. Wie sieht es eigentlich mit den Herausforderungen aus? Und zwar, oh, Erkundung haben wir schon. Sammelspuren alter Magie. Zusätzliche Kapazität für die alte Magieanzeige. Danke, nehme ich gern. Nice. Las Balance, Landeplattformen, schließe Prüfungen Merlins ab. Da brauchen wir noch einige für den nächsten. Geheimnisse von Hogwarts, okay, das könnte auch noch interessant werden. Nein, Handbuchseiten, Kämpfe ist im Moment nicht so. Und Handbuchseiten haben wir schon 73%, aber da haben wir noch einiges nicht abgeholt. Danke, 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 danke. Nicht, dass wir es anziehen würden wahrscheinlich, aber okidoke. Ja, die sind nicht wirklich interessant. Der ist interessant. Allerdings ziehen wir wieder unsere Jacke an. Und zwar diesen hier. Danke. Und bei den Kopfbedeckungen. Ich finde, die Hüte sehen halt echt nicht so gut aus. Alles andere ja, aber Brillen und Hüte sind halt echt nur für die Attribute meines Erachtens. Zumindest hätte ich noch keinen gefunden. Aufträge. Wir haben Madame Kogawas zweite Aufgabe und Urquharts Helm. Ich muss nach Hogwarts reisen. Bis bitte. Runner in den drei Besen. Sammle Trollpropel. Wirke Depulso auf einen levitierten Gegner. Haben wir Depulso schon? Haben wir Depulso schon? Gratius, Leviosa, Depulso. Ach ja, genau. Dann machen wir mal diese Kombination hier. Und bei den Talenten... Ach so, ja, genau. Bei den Talenten würde ich noch gerne...
Ja. Muss sein. Was ist Zaubertreffer? Der Gegner in der Luft erhöht deine alte Magieanzeige stärker. Alte Magiewurf. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffe von entwaffneten Gegnern. Wäre vielleicht gerade für die großen Brocken interessant. Incendio verwende ich nicht so oft. Accio-Beherrschung vielleicht. Depulso. Ja, Confringo. Ich würde mal die zwei dazu nehmen. Dunkle Künste. Blutflug. Nee, ich im Moment nicht. Raum der Wünsche, was können wir denn hier machen? Enduros-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Huch, wir überziehen dezent heute. Unsichtbarkeitstrank Stärke. Nicht so. Dünger. Nett. Aber verwende ich halt selten. Der Schaden und die Dauer der Kampfunfähigkeitsfaktor von Arana sind erhöht. Maxima Trank Stärke verleiht Angriffen zusätzlichen Schaden. Fokus Trank Stärke. Giftig. Ja, die Sachen verwende ich im Moment noch zu wenig. Vielleicht kommt das noch. Zurück zu den Aufgaben. Wir werden jetzt mal uns um Professor Onais Aufgabe kümmern. Irgendwo werden wir schon einen Kampf finden, zumindest in der nächsten Folge. Ich sage hier jetzt mal danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein zu Hogwarts Legacy. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.